Herzlich willkommen zu einer neuen Reportage aus dem Audi Service Training Center hier in Ingolstadt. Bei unserem heutigen Thema geht es um den Lagersitz des Flanschwellenlagers bei den Getrieben der Baureihe B8. Ich brauche dazu Herbert Schmiedl, einen ausgewiesenen Spezialisten, was Getriebe angeht. Kommen Sie doch einfach mal mit. Und da ist er schon. Grüß dich, Herbert, hallo. Hallo Thorsten, servus, schön, dass du da bist. Ja, wir wollen uns heute wieder mal über das Thema Getriebe unterhalten. Wo ist denn unser Exponat? Ja, hinten. Und da gehen wir jetzt am besten mal gleich hin. Na, dann los. Herbert, der Lagersitz des Flanschwellenlagers bei den Getrieben der Baureihe B8 ist unser heutiges Thema. Um welches Getriebe geht es denn da heute insbesondere? Ja, dadurch, dass der Lagersitz bei fast allen Getrieben der Baureihe B8 identisch ist, sind bis auf das 6-Gang-Automatikgetriebe 0 bis 6 alle Getriebe betroffen. Es handelt sich dabei um die 6-Gang-Schaltgetriebe 0 bis 1, 0 bis 2, 0 bis 3 und 0 bis 4 sowie die Multitronic 0 AW und das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0 bis 5. Die Baureihe B8, um welche Fahrzeuge handelt sich denn das da genau? Ja, das sind alle Audi A4 und A5 Modelle sowie die Modelle, die S-Modelle und RS-Modelle und natürlich auch der Q5. Wie macht sich denn jetzt der Verschleiß am Lagersitz bemerkbar? Ja, die Beanstandungen sind da zum Teil sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, um welches Fahrzeug es sich handelt, um welches Getriebe. Außerdem ist es stark abhängig, wie weit der Lagersitz bereits verschlissen ist. Und der Kunde bemängelt oder beanstandet metallische Klappern oder metallisches Klappern, Jaulen oder Heulen aus dem Vorderwagen und oder auch Dröhnen oder schabende Geräusche, ähnlich wie bei einem verschlissenen Radlager. Diese akustischen Auffälligkeiten zeigen sich beim Anfahren, beim Beschleunigen sowie bei konstanter Fahrt. Ab welcher Kilometerleistung, ab welcher Kilometerlaufleistung macht sich denn sowas bemerkbar? Also bisher sind Getriebe auffällig geworden ab ca. 15.000 bis 20.000 Kilometer. Und was ist die Ursache hinter diesen Geräuschen? Ja, es liegt daran, dass sich der Lageraußenring des Flanschwellenlagers mitdreht und der Lagersitz dadurch verschleißt. Der Grund liegt an der teilweise zu geringen Vorspannung des Lagerbocks auf den Lageraußenring. Diesen Sachverhalt, den haben wir mit Hilfe von einigen Grafiken dargestellt und die schauen wir uns jetzt an. In dieser Schnittzeichnung sieht man, wie die Flanschwelle und das Lager eingebaut sind. Das Lager ist auf der Flanschwelle aufgepresst und mittels eines Sicherungsrings gesichert. Getriebegehäuse und Lageraußenring haben eine Spielpassung, damit sich die Flanschwelle und das Lager ohne Spezialwerkzeug zerstörungsfrei ausbauen lassen. Gehalten wird das Lager und somit die Flanschwelle mit einer dicken Blechplatte, die als Lagerbock bezeichnet wird. Betrachten wir nun den rot eingekreisten Bereich etwas näher. Der Lagerbock fixiert das Lager in axialer Richtung und presst den Lageraußenring fest, damit sich dieser nicht mitdrehen kann. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechender Lagerüberstand, mit dem eine ausreichende Spannkraft erreicht wird. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Vorspannung. Wenn die Vorspannung zu gering ist, kann sich der Lageraußenring mitdrehen. Das erzeugt einen entsprechenden Verschleiß am Lagersitz sowie am Lagerbock und die bereits erwähnten Beanstandungen. Und hier sieht man, wie es sein soll. Ein ausreichender Lagerüberstand sorgt für eine ausreichende Vorspannung und Spannkraft. Der Lageraußenring kann sich nicht mitdrehen. Bisher musste das Getriebe immer komplett getauscht werden, weil man das Getriebegehäuse mit den Werkstattmitteln nicht tauschen kann. Dazu wären nämlich sehr aufwendige Werkzeuge notwendig. Aber ein neues Getriebe, das kostet doch extrem viel Kohle.
Ja, und deshalb haben wir für diese Beanstandung jetzt eine schnelle und kostengünstige Reparaturlösung erarbeitet. Diese Reparatur, wie diese Reparatur durchgeführt wird, das haben wir in einem Film zusammengefasst und da sage ich Film ab. In diesem Film zeigen wir Ihnen die Reparatur eines ausgeschlagenen Lagersitzes am linken Flanschwellenlager beim Sechsgangschaltgetriebe 0B1. Man erkennt hier deutlich, dass der Lagersitz sowohl in radialer als auch in axialer Richtung ausgeschlagen ist. Für die Reparatur werden neben einer Werkstattpresse folgende Werkzeuge benötigt: den Druckstempel VW 412, das Rohrstück VW 516, die Druckplatte VW 401, die Druckplatte VW 402, eine Fühlerlehre, ein H-Lineal. Und das sind die Teile, die benötigt werden. Ein Kugellager, ein Sicherungsring, ca. 1 bis 4 Einstellscheiben, ein Lagerbock, drei Schrauben M8, Dichtfett, Radialwellendichtring. Wir lösen jetzt den Lagerbock der Flanschwelle. Beim Herausziehen der Flanschwelle achten Sie darauf, dass der Wellendichtring und die Lauffläche auf der Flanschwelle nicht beschädigt wird. Der Auszieher T401-76 erleichtert den Ausbau des Kupplungsmoduls. Hier sieht man deutlich Verschleißspuren am Lagersitz. Und hier den Verschleiß am Lagerbock. Für die Ermittlung des erforderlichen Lagerüberstands wird eine saubere Flanschfläche benötigt. Wir säubern die Flanschfläche mit einem Schleifklotz und 150er Schleifgewebe von Korrosion und Schmutz. Aufgepasst! Reinigen Sie den Lagersitz nur von grobem Schmutz, denn Schmutz und Schleifreste erhöhen beim Einbau des Lagers die Reibung zwischen Lager und Lagersitz. Jetzt wird das neue Lager in den Lagersitz eingesetzt. Mit Hilfe eines H-Lineals und einer Fühlerlehre ermitteln wir nun, wie weit der Außenring des Lagers noch über die Flanschfläche übersteht. Damit der Lagerbock eine ausreichende Spannkraft auf den Lageraußenring ausüben kann, wird ein Lagerüberstand von 0,5 bis 0,8 mm benötigt. In unserem Fall kann man mit Hilfe des H-Lineals erkennen, dass das Lager noch einen geringen Überstand zur Flanschfläche hat. Mit dem H-Lineal und einer Fühlerlehre ermitteln wir an vier Stellen in Abstand von ca. 90 Grad den Überstand. Bei der senkrechten Messung ermitteln wir oben plus 0,10 mm unten plus 0,15 mm. Bei der waagerechten Messung erhalten wir links und rechts das Maß plus 0,10 mm. Im Falle eines Lagerüberstandes ist der kleinste ermittelte Wert die Basis für die Berechnung der Anzahl der Einstellscheiben. Unser kleinster ermittelter Wert ist somit plus 0,10 mm. Nun zur Berechnung der Anzahl der Einstellscheiben. Wir halten fest, der Lagerüberstand muss 0,5 bis 0,8 mm betragen. Der kleinste ermittelte Wert 0,10 mm. 0,10 mm plus 0,30 mm, erste Einstellscheibe gleich 0,40 mm. Der Mindestüberstand ist noch nicht erreicht. Plus 0,30 mm, zweite Einstellscheibe ergibt 0,70 mm. Der Überstand ist damit in Ordnung.
Ergebnis: Wir benötigen 2 Einstellscheiben. Der nächste Schritt, bevor wir weitermachen, ist die Laufspur des Wellendichtrings auf der Flanschwelle zu prüfen. In unserem Fall ist diese in Ordnung und wir können die Flanschwelle weiterverwenden. Wir entfernen den Sicherungsring am Lager und setzen den Druckstempel VW 412 in die Werkstattpresse ein. Zum Abpressen kommt die Druckplatte VW 402 zum Einsatz. Und so pressen wir das Kugellager ab. Der neue Lagerbock und das neue Lager werden auf die Flanschwelle gesteckt. Wichtig: Die Ersatzteilnummer des neuen Lagerbocks zeigt dabei nach außen zum Flansch der Flanschwelle. Es folgt das Rohrstück VW 516. Mit ihm ist sichergestellt, dass das Lager am Innenring gegengehalten wird. Die Druckplatte VW 401 ermöglicht die passgenaue Auflage. Jetzt noch einen neuen Sicherungsring einbauen und die Flanschwelle ist wieder fertig für den Einbau. Vor dem Einbau reinigen wir die Verzahnung und Lauffläche der Flanschwelle sowie den Bereich des rechten Wellendichtringes. Anschließend entfernen wir mit einem sauberen und fusselarmen Tuch vorsichtig den Schmutz am Wellendichtring. Der Wellendichtring wird jetzt noch mit dem Dichtfett für Radialwellendichtring G052 128A1 gefettet. Bitte nicht vergessen, vor dem Einbau des Kupplungsmoduls sind die Kupplungsverzahnung, Kupplungsausrückung und die Lagerflächen entsprechend den Anweisungen des Reparaturleitfadens zu reinigen und zu fetten. Das Kupplungsmodul mit Hilfe des Ausziehers wieder einbauen. Jetzt werden die beiden zuvor ermittelten Einstellscheiben in den Lagersitz eingelegt. Die Flanschwelle vorsichtig, ohne den Wellendichtring zu beschädigen, einschieben. Achtung! Es gibt auch geänderte Schrauben zur Befestigung des Lagerbocks. Die neuen Schrauben sind am Schraubenkopf verstärkt. Diese Verstärkungsmaßnahme ist wegen der jetzt größeren Vorspannung notwendig. Neu N912-088-01. Alt N910-211-02. Gemäß Reparaturleitfaden auf Drehmoment anziehen. Dann um 45 Grad weiterdrehen. Bei der gerade gezeigten Reparatur war es ja so, dass das Lager über den Gehäuseflansch gerade noch einen Überstand hatte. Das war ja nicht viel, maximal 0,15 mm. Es kann auch sein, dass das Lager so weit in das Gehäuse taucht, dass es nicht mehr übersteht. Wie in so einem Fall verfahren wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Es kann auch vorkommen, dass der Lagersitz so weit verschlissen ist, dass das Lager unterhalb der Flanschfläche liegt. In diesem Fall sprechen wir von einem Lagerunterstand.
Dieses Bild zeigt schematisch dargestellt die Lage des Lageraußenringes, wenn er unterhalb der Flanschfläche liegt. In diesem Fall liegt das H-Lineal an der Flanschfläche auf. An vier Stellen, jeweils um 90 Grad versetzt, ermitteln wir jetzt mit der Fühlerlehre das Maß zwischen H-Lineal und Lageraußenring. Im Falle eines Lagerunterstandes ist das größte ermittelte Maß die Basis für die Berechnung der Anzahl der Einstellscheiben. Alle Messwerte des Lagerunterstandes erhalten ein negatives Vorzeichen. Und so berechnet man die Anzahl der Einstellscheiben. Unser diesmal größter ermittelter Wert aus den vier Messungen beträgt minus 0,15 mm. Minus 0,15 mm plus 30 mm, erste Einstellscheibe, gleich 0,15 mm. Der Mindestüberstand ist noch nicht erreicht. Plus 0,30 mm, zweite Einstellscheibe, gleich 0,45 mm. Der Mindestüberstand ist noch nicht erreicht. Plus 0,30 mm, dritte Einstellscheibe, ist gleich 0,75 mm und damit ist der Überstand in Ordnung. Und so sieht das Ergebnis aus. Mit drei Einstellscheiben erhalten wir eine ausreichende Vorspannung am Lageraußenring. So, mein Lieber, wir haben jetzt gesehen, wie man die Anzahl der Einstellscheiben berechnet. Geht das nicht auch ein bisschen einfacher? Also ich denke jetzt einfach mal, man legt Einstellscheibe für Einstellscheibe rein und dann kann man messen. Ist das keine Möglichkeit? Ja, diese Frage drängt sich natürlich auf und ist auch nicht unberechtigt. Theoretisch ist das natürlich auch eine Möglichkeit, aber die Praxis hat gezeigt, dass diese Methode mit erheblichen Messfehlern behaftet ist. Diesen Sachverhalt erklärt uns unser folgender Filmbeitrag. Bitte Film ab. Zur Begründung unserer Messmethode schauen wir uns den Lagersitz in einer schematischen Darstellung an. Wenn sich der Lageraußenring im Lagersitz mitdreht, entsteht entsprechend der Verschleiß am Lagersitz. Wegen der Phase am Lageraußenring bildet sich ein entsprechender Radius am Lagersitz. Legt man nun die Einstellscheibe ein, liegt sie am Radius auf und kommt nicht am Boden zur Anlage. Wird dann das Lager so eingebaut, liegt es nur auf der Einstellscheibe und die anschließende Messung wäre fehlerhaft. Diese Messung würde bereits einen Lagerüberstand ergeben. Beim Anziehen der Schrauben passen sich nun die Einstellscheiben an die Form des Lagersitzes an. Die notwendige Vorspannkraft wird so nicht erreicht. Man sieht also, mit dieser Methode lassen sich die Einstellscheiben nicht korrekt ermitteln. Legt man das Lager ohne Einstellscheiben ein, passt es sich der Kontur des Lagersitzes an und es können korrekte Messergebnisse erzielt werden. Die Anzahl der Einstellscheiben kann anschließend, wie bereits gezeigt, berechnet werden. Man sieht also, dass diese Methode zielführend ist und es wird eine ausreichende Vorspannkraft erreicht. Das, was wir bisher gesehen haben, ging ja von einer Kundenbeanstandung aus. Kann man nicht irgendwie präventiv etwas unternehmen, dass es gar nicht erst so weit kommt? Ja, das kann man. Dazu haben wir auch eine Empfehlung, wenn beispielsweise das Getriebe aus irgendeinem Grund ausgebaut wurde. Und dazu unser nächster Filmbeitrag. Die hier gezeigte Vorgehensweise gilt für alle Fahrzeuge der Baureihe B8, einschließlich Audi Q5, bis zu einer jeweils definierten Fahrgestellnummer. Die Information, ob ein Fahrzeug bzw. Getriebe zu prüfen ist, findet man in der ELSA bei den technischen Produktinformationen. Falls ein Getriebe aus irgendeinem Grund ausgebaut wurde, weil zum Beispiel die Kupplung erneuert werden muss, ist der Lagersitz des Flanschwellenlagers auf Verschleiß zu prüfen. Hierfür bauen wir die Flanschwelle wie im vorher gezeigten Film aus. Wir prüfen nun, ob sich der Lageraußenring im Gehäuse bereits gedreht hat oder nicht. Dazu sehen wir uns die Anlagefläche des Lageraußenrings am Lagerbock etwas genauer an. In unserem Fall ist zu erkennen, dass an der Anlagefläche des Lageraußenrings an einigen Stellen der Lack noch eindeutig vorhanden ist.
Andere Stellen sind ohne Lack, also hier ist das Metall zu sehen. Dieses Untersuchungsergebnis zeigt, dass sich der Lageraußenring bisher nicht mitgedreht hat. Hätte sich der Lageraußenring gedreht, wäre der Lack an der gesamten Auflagefläche abgenutzt und das Metall wäre über den ganzen Umfang zu sehen. Die Stellen, an denen der Lack abgerieben ist, kommen vom Anpressdruck des Lagerbox und sind normal. Als präventive Maßnahme ist jetzt noch eine Einstellscheibe in das Getriebegehäuse einzulegen. Damit wird die Vorspannung auf den Lageraußenring erhöht. So wird sichergestellt, dass sich der Lageraußenring auch zukünftig nicht verdreht. Bevor die Flanschwelle wieder eingebaut wird, sind die Arbeitsschritte wie im vorher gezeigten Film durchzuführen. Gemeint sind hier das Reinigen und Fetten der betroffenen Stellen. Bei der Montage des Lagerbox sind neue Schrauben mit der Teilennummer N912-088-01 zu verwenden. Im vorigen Film haben wir erfahren, dass diese verstärkt sind und die erhöhte Vorspannung besser aufnehmen können. So gut sehen Lager und Lagerbock ja nicht immer aus. Also während der Dreharbeiten hast du mir ja ganz andere Teile gezeigt. Ja, stimmt. Ich habe einige Schadensteile beschafft, um die Schadensbilder eben besser zeigen zu können, um zu sehen oder um zu zeigen, was man tun muss bei einem bestimmten Schadensbild. Und das zeigen wir Ihnen jetzt im nächsten Film. Jetzt zeigen wir Ihnen anhand von einigen Schadensteilen noch verschiedene Schadensbilder. Auch in diesem Beispiel sieht man, dass der Lack am Lagerbock nur an einigen Stellen abgerieben wurde. Und auch das Lager ist in Ordnung und zeigt keine Laufspuren. Dieses Lager und den Lagerbock hätte man nicht tauschen müssen. Die Montage einer Einstellscheibe wäre vollkommen ausreichend gewesen. Im Vergleich dazu das Lager links daneben, es weist deutliche Laufspuren auf. Hier sehen wir den dazugehörenden Lagerbock. Der Lagerbock in diesem Beispiel zeigt auf den gesamten Umfang deutliche Laufspuren. Am letzten Beispiel sind noch tiefere Einlaufspuren im Lagerbock zu erkennen. Auch das Lager zeigt starke Laufspuren. In den letzten beiden Fällen ist eine Reparatur, wie in unserem ersten Film gezeigt, durchzuführen. Sag mal, hat die Produktion schon irgendwie darauf reagiert, dass das künftig nicht mehr vorkommt? Ja, sicher. Das ist auch das Erste, was man macht. Man hat also die Bearbeitungstiefe des Lagersitzes reduziert, um einfach mehr Vorspannkraft und somit mehr Klemmkraft auf den Lageraußenring zu bekommen. Der Einsatzzeitpunkt dieser Maßnahme ist aber nicht bei jedem Getriebe gleich. Grob kann man sagen, dass die Getriebe, die also ab dem Zeitpunkt Anfang bis Mitte Dezember 2010 gefertigt wurden, diese höhere Lagervorspannung haben. Wenn man es genauer wissen möchte, schaut man am besten in die ELSA rein. Wenn man dort die Fahrgestellnummer eingibt, bekommt man nur bei den betroffenen Fahrzeugen eine technische Produktinformation zu diesem Thema angezeigt. Diese technische Produktinformation hat die Vorgangsnummer 2023718 und ist ein Fahrzeug nicht betroffen, erscheint also diese Produktinformation nicht. Hast du für unsere Zuschauer noch jetzt irgendwelche Informationen? Von meiner Seite aus war es das. Ich bedanke mich bei dir und bei den Zuschauern und sage Servus. Und Sie lade ich jetzt noch dazu ein, auf der ATO-Plattform einen Abschlusstest zur Vertiefung der heutigen Sendung zu machen. Und ich sage auch Tschüss.